In der riesigen Welt von Metro Exodus gibt es eine ganze Menge zu entdecken, zu erkunden, aber auch schon vorab zu wissen. Wir haben euch die wichtigsten Tipps zusammengestellt, die ihr kennen solltet, bevor ihr mit dem Zocken anfangt. Alles zum Gameplay, zum Crafting und natürlich zu Strategien. Wenn ihr etwas zur Vorgeschichte erfahren möchtet, aus Metro 2033 oder Last Light, dann habe ich euch außerdem unten nochmal ein Video verlinkt. Der erste Tipp ist vielleicht kein Geheimnis, aber in Metro Exodus unheimlich wichtig. Lauft aufmerksam durch die Welt. Mit dem Fernglas könnt ihr interessante Orte bereits von Weitem erspähen, wodurch sie auf der Karte markiert werden. Das hilft bei der Orientierung und beim Spielfortschritt. Neben feindlichen Lagern und eindrucksvollen Plätzen gibt es nicht nur jede Menge Loot zu finden, sondern auch kleine Zwischenlager, welche ihr für eure Zwecke verwenden solltet. Hier könnt ihr euch zum einen erholen, zum anderen an der Werkbank eure Ausrüstung modifizieren oder neue Supplies herstellen. In Metro Exodus gibt es nur zwei Ressourcentypen: mechanische Bauteile und Chemikalien. Diese benötigt ihr, um Supplies wie Munition, Medikamente, Gasmaskenfilter oder Wurfgeschosse herzustellen. Umgekehrt lassen sich fertige Supplies auch wieder in Ressourcen umwandeln. Außerdem könnt ihr an der Werkbank eure Waffen und Ausrüstungen modifizieren. Das kostet zwar keine Ressourcen, allerdings müsst ihr die Modifikationsbauteile wie Schalldämpfer, Scopes oder verbesserte Rüstung zuvor im Spiel bekommen haben. Einige Waffenbauteile gibt es im Laufe der Story, wieder andere könnt ihr bei besiegten Banditen looten. Habt ihr eine Modifikation einmal erspielt, könnt ihr sie immer wieder verbauen. Da ihr maximal 3 Waffen tragen könnt, aber unbegrenzt Ressourcen und Modifikationen, lohnt es sich immer, die Modifikationen der auf dem Boden liegenden Waffen zu demontieren und mitzunehmen. Besitzt ihr die Modifikation schon, gibt es stattdessen Ressourcen. Seid nie zu geizig, euren Vorrat an Medikamenten, Filtern und Munition regelmäßig aufzustocken. Es lohnt sich nicht, die Ressourcen zu horten. Die Munition ist wie in den Vorgängern nach wie vor knapp und das Zwischenlager hilft euch, dem Mangel an Ausrüstung etwas entgegenzuwirken. Braucht ihr ein bestimmtes Munitionskaliber mal nicht mehr, könnt ihr die Munition einfach zerlegen und weiterverarbeiten. Eine weitere Option an der Werkbank ist das Säubern der Waffe. Das dient nicht etwa zum Gewinnen eines Schönheitswettbewerbs, sondern hilft, Ladehemmungen vorzubeugen. Anders als in Metro 2033 und Last Light befindet ihr euch in Metro Exodus so gut wie durchgehend an der Oberfläche. Die Auswirkungen des Wetters und auch der Tageszeit erlebt ihr hautnah mit. Das hat natürlich einen großen Einfluss auf die Umgebung und auf eure Taktik. Fürchtet ihr beispielsweise eher die Banditen als die Mutanten? Dann empfiehlt es sich, nachts durch die Gegend zu ziehen. Banditen befinden sich dann nämlich in ihren Lagern und gehen nicht auf Patrouille. Der Nachteil ist, dass ihr wesentlich mehr Mutanten begegnet. Übrigens, wenn die Banditen schlafen, sind sie leichtere Beute, aber dazu kommen wir gleich. Wenn euch die aktuelle Tageszeit oder das Wetter nicht passt, dann sucht ein Zwischenlager auf und haut euch ein Weilchen aufs Ohr, bis euer gewünschter Reisezeitpunkt da ist. Wie auch schon in den Vorgängerteilen ist der Hauptprotagonist Artyom kein Übermensch. Ein paar Treffer reichen aus und ihr seid hinüber. Aus diesem Grund lohnt es sich, an den meisten Stellen im Spiel vorsichtig vorzugehen. So könnt ihr beispielsweise ein Banditenlager vor dem Frontalangriff gut aus der Ferne ausdünnen und Gegner für Gegner ausschalten. Blechdosen, die ihr entfernt von eurer eigenen Position hinwerft, locken die Banditen auf eine falsche Fährte. Manchmal kommt ihr sogar komplett um einen richtigen Offensivschlag herum. Damit dies gelingt, bietet es sich an, das einzunehmende Gebäude gründlich auszuspähen, einen Plan zu schmieden und dann konzentriert und sorgsam vorzugehen, zum Beispiel bei einem nächtlichen Angriff. Wenn ihr alle Wachposten leise ausschaltet, könnt ihr euer Missionsziel teilweise komplett unbemerkt erfüllen. Oft gibt es mehrere Wege zum Ziel. Artyom funktioniert als Attentäter aus den Schatten, aber am besten. Kleiner Tipp, die aus den Vorgängerteilen bekannte kleine Lampe an Artyoms Handgelenk zeigt euch nach wie vor an, ob ihr von Gegnern gesehen werden könnt oder nicht. Bleibt also im Schatten und benutzt nur im allerschlimmsten Fall eure Taschenlampe. Apropos Heranschleichen. Wenn ihr unbemerkt bleibt und euch den Gegnern nähert, bekommt ihr allerhand spannende und lustige Dialoge mit. Und noch besser, wenn sich ein bedrohter Gegner vor euch ergibt, habt ihr die Möglichkeit, durch gedrückt Halten der H-Taste eure Waffe zu senken. Mit etwas Glück verrät er euch daraufhin wichtige Informationen. Soweit unsere Tipps für einen erfolgreichen Start in Metro Exodus. Wenn euch das Spiel gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Ansonsten findet ihr hier natürlich noch weitere Videos zum Spiel.